Willkommen zur achten und wahrscheinlich schon zur vorletzten Folge oder letzten, weil nächste Woche kann ich leider kein Video machen, weil wir in Urlaub fahren. Und also mal sehen, entweder schaffe ich es oder es kommt oder ich komme vielleicht, wenn ich schaffe, komme ich später. Und wenn nicht, halt dann so unwahrscheinlich, dass ich schaffe, dann kommt es leider wahrscheinlich nicht. Genau. Also, erstmal wie gesagt, in der letzten Folge, die ihr euch oben links auch angucken könnt, habe ich ja gesagt, dass es alle geschafft haben vom Boot runter. Das haben auch alle geschafft. Hätte mir, wie gesagt, gewundert, wenn irgendwer gestorben wäre. Aber wir sind jetzt wieder, waren die dann erst in, nochmal in Griechenland, glaube ich, war das. Und dann sind sie nach Amerika geflogen mit so einem geheim oder also mit so einem verdeckten Flugzeug. Und genau, also weil der Lincoln, der hatte eine Rechnung mit John Abruzzis Sohn offen und deswegen musste oder konnte halt der Sohn von John Abruzzi Lincoln Michael halt mitnehmen und haben die John Abruzzis Sohn wie nennt man das? Haben ihn halt ausgetrickst, genau, ausgetrickst. Und ja, so konnten Michael und Lincoln ohne durch irgendwie Zoll oder so nach Amerika einreisen. Und da wollte sich Michael mit Ness treffen oder Michael seinen Sohn holen, um halt wieder als Familie da zu sein. Aber Ness hat ja jetzt die Mutter gefangen genommen, also Sarah. Und Michael Jr. ist auch noch bei Ness. Und Ness hat gesehen, dass Michael Jr. dieselben Fähigkeiten hat wie Michael. Also der kann auch so gut irgendwie Rätsel lösen oder Rätsel ausschreiben. Und das kann halt nur er entziffern oder halt ja eigentlich nur er entziffern. Und genauso wie bei Michael einfach, er der in der ersten Staffel die Tattoos gehabt und die nur er lesen konnte. Genau, und jetzt hat halt Ness Michael halt so einen Brief geschickt, oder halt kein Brief, aber so ein Bild, ein gemaltes Bild geschickt oder halt gegeben, so, um ihn dann auszutricksen, dass Michael zu den einen Punkt kommt, wo er Michael Jr. gefangen hält oder die Mutter eigentlich gefangen hält oder ja. Und dann ist Michael zu ihm hingefahren und genau, dann ist Michael zu ihm hingefahren und wollte halt seinen Sohn holen, aber das war dann eine Falle, wie auch schon geahnt habe, sorry. Und genau, und dann wurde jemand erschossen, auf jeden Fall ist Blut geflogen, man weiß aber nicht wer. Und also ich glaube nicht, dass Michael getötet wurde. Oder halt, also irgendwer hat geschossen. Und dann ist Blut geflogen und es war entweder diese blonde Agentin oder Michael. Man weiß halt nicht wer. Genau. Und dann hat Lincoln draußen vor dem Haus gewartet und John Abruzzis Sohn hat dann auch geschossen und Lincoln wurde auch getroffen. Man weiß aber, also ich habe ihn, glaube ich, an der Hand wurde er nur getroffen. Aber ob er wer verletzt wurde, weiß man noch nicht. Genau. Und T-Bag wurde auch mal wieder gezeigt, der hat ja irgendwie keine große Rolle irgendwie, das Gefühl. Also ich hatte eigentlich gedacht, der hat jetzt eine neue Hand bekommen und irgendwas muss ja zu gut sein oder irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also eine krasse Sache wurde jetzt, hat man ja jetzt gesehen, dass T-Bag der Vater von Rip ist, also dem Freund von Michael, der mit ihm im Gefängnis war.
Vielleicht wollte Michael, wahrscheinlich wusste Michael das und hat halt so die beiden so zusammengelost. Und deswegen, genau. Und, okay, das war's mit der achten Folge. Schon mit der achten Folge, war schon relativ weit. Wenn du die letzte Folge, also die erste Folge nicht gesehen hast, kannst du unten, verlinke ich sie oben. Und auch oben ist auch noch die Playlist verlinkt. Genau. Wenn es dir gefallen hat, lass einfach ein Like da. Und abonniere nicht vergessen, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.